Ich bin ein übelster Vollspaß. Das sollte, denke ich, mittlerweile jeder wissen, Freunde. Und deswegen habe ich auch vor einiger Zeit mich gefragt, hey Luca, was ist eigentlich das teuerste Produkt von Gucci? Einer übertriebenen Luxus-komischen Marke. Ich habe dazu ein Video auf meinem Kanal hochgeladen und habe gesehen, dass es dort Dekorationsartikel für 28.000 Euro gibt. Es gibt Frauenbekleidung, die ab 5.000 Euro losgeht. Und das teuerste Herrenstück ist eine Jacke für 5.800 Euro. Das allerteuerste für Herren sind 5.800. In diesem Video auf meinem Kanal habe ich dann gesagt, hey Leute, wenn ihr 100.000 Likes schafft, bestelle ich mir diese Jacke. Das Video hat über 120.000 Likes. Scheiße, nicht, dass ich das jetzt nicht mehr zurücksenden kann. Ja, Leute, das hier kam tatsächlich heute mit der Post an, ein riesiges Paket. Es ist einfach eine gottverdammte Jacke. Guckt euch an, wie fett dieses Paket einfach ist. Bevor allerdings irgendjemand hier in die Kommentare schreibt, weil das war unter dem Video auch unfassbar häufig vertreten, der Kommentar. 5.800 Euro für eine Jacke, das kannst du doch spenden, Alter. Ich werde diese Jacke nicht behalten. Find die tatsächlich auch übelst hässlich. Bleibt bitte bis zum Ende des Videos dran, Freunde. Normalerweise, wenn man sich was in so einer Größenordnung bestellt, dann ist es halt irgendwie ein PC oder, weiß ich nicht, vielleicht ein Schwimmbecken oder keine Ahnung was. Aber das hier, Leute, das ist... Ey, sind die irre? Die hauen hier erstmal so unzähliges Dingspapier rein, dann so eine fette Gucci... Ich fühle mich wie diese ganzen Vlogger-Mädels, die dann damit so durch die Stadt laufen. Also hier ist wirklich unzählige von dieser Folie drin. Kann man die zerknallen? Nee, es geht nicht. Dann haben wir hier unten einen Brief von Gucci drin. Da steht einfach meine Zahlungsinformation. We don't need that. Neben diesem großen Briefumschlag haben wir dann auch noch so einen kleinen Briefumschlag hier drin. Da steht drauf, wir freuen uns, Sie bald wieder bei Gucci.com zu begrüßen. I don't think so. So, also das brauchen wir tatsächlich auch nicht. Dann haben wir hier unten tatsächlich noch eine Tüte. Wahrscheinlich kostet allein die Tüte schon 1000 Euro. Die Tüte brauchen wir tatsächlich auch nicht, das heißt, die kommt da auch wieder rein. Wir kümmern uns um das hier. Ich muss eigentlich richtig vorsichtig sein, wenn ich die noch zurücksenden will. Also ich weiß nicht, ob überhaupt irgendjemand ansatzweise gedacht hat, dass ich diese Jacke behalten werde, weil sie passt überhaupt nicht zu meinem Style, aber vielleicht könnte ich theoretisch gleich mal versuchen, ein Outfit damit zusammenzustellen. Auf jeden Fall, Freunde, beschäftigen wir uns jetzt mit diesem Paketchen hier. Ich packe das mal einfach schnell jetzt hier aus, wir wollen ja nicht wie lange nur mal um heißen Brei rumreden. So sieht das Ganze jetzt hier aus, das ist das Paket von Gucci und, meine Damen und Herren, das hier ist die 5.800 Euro Herrenjacke, das teuerste Produkt von Gucci, das ich mir wirklich bestellt habe. Also, das muss man sagen, für 5.800 Euro bekommt man schon ein Highlight. Also wenn ich das jetzt irgendwie mit Bestellungen von anderen Webseiten hier vergleiche, dann, oh mein Gott, ist die hässlich. Das wird schon toll verpackt, das wird schon auch gut verschickt. Also ich muss sagen, innerhalb von 2 Tagen ist das hier angekommen. Das ist mega krass. Das ist, das hier, meine Damen und Herren, ist das teuerste Produkt. Ey, was ist das? Ist das echt? Für 5.800 Euro? Ich weiß es nicht. Man muss natürlich dazu sagen, stell mal vor, es bleibt der Reißverschluss hinten und ich kriege das Geld nicht mehr wieder. Ich muss dazu sagen, ich trage natürlich auch... Oh nein, das hängt hier fest irgendwie. Oh nein. Das ist jetzt nicht wahr. Wenn ich das hier abmache, kann ich die dann wohl noch zurückschicken? Ja, bestimmt. Ein paar Sekunden später. Oh mein Gott! Bitte nicht entfernen, dieses Etikett muss für Rückgaben und Umtausch befestigt bleiben. Die haben das hier so drum gemacht, den Bügel, mit diesem Ding, das kriegt man nicht ab. Ich wollte eigentlich jetzt diese Jacke mal anprobieren, aber das geht nicht. Ich darf das Ding nicht entfernen, sonst kann ich die nicht mehr zurückgeben. Stell mal vor, ich hätte auf dich vertraut. 5.800 Euro, zack, weg, dieses Ding, Alter. Ja gut, dann ziehe ich die jetzt halt mit Bügel an. Dann siehst du auch endlich mal breit aus. Ich krieg die gar nicht an. Geht's so? Ja? Okay. 5.800 Euro, what's this? Ich fühle mich hier wie der Glöckner von Notre Dame. Ja Leute, das ist jetzt also das teuerste Produkt auf ganz Gucci Herrenbekleidung. Eine 5.800 Euro Leder, keine Ahnung was, Jacke. Das sieht für mich aus wie so eine Jacke, mit der Opa dann am Wochenende in den Garten geht. Keine Ahnung, also ich weiß nicht. Es sieht jetzt natürlich auch scheiße aus wegen dem Bügel hier. Aber ich will das Ding halt wirklich noch zurücksenden, weil 5.800 Euro für eine Jacke, Alter.
Dafür könnte ich mir einen ganzen Kleiderschrank kaufen. Also nicht nur die Kleider, sondern auch noch den Schrank. Ich weiß nicht, was haltet ihr von der Jacke? Hier ist eine Umfrage. Findet ihr sie hässlich oder hässlich? Beantwortet es mir doch gern mal. Ja, Leute, so sieht nun also die Jacke aus. So von vorne, wie gesagt, von innen halt irgendwie mit so einem Blau. Ich weiß nicht warum. Von hinten sieht die so aus. Die Sache ist, ich werde sie auf jeden Fall ausziehen. Nein. Ist das Etikett ab? Das 5.800 € Etikett. Kennst nicht. Ja, ich hoffe, es ist alles gut gegangen hier mit dem Etikett. Es müsste aber eigentlich noch alles dran sein. Das heißt, Leute, ich werde das Ding jetzt wieder verpacken und natürlich zurückschicken. Ich sag Gucci einfach, dass mein Hund an meinem PC war und die bestellt hat aus Versehen. Eigentlich wollte ich noch so ein Styling versuchen damit zu kreieren. Ich habe hier unten noch so Schuhe, die würden eventuell sogar noch ein bisschen dazu passen. Die Sache ist allerdings, damit würde ich mich so zum Affen machen. Einfach, da habe ich gar keinen Bock drauf. Jetzt kommt die hier natürlich auch wieder schön verpackt in den Karton rein, damit der Nächste, der die sich bestellt, der übrigens einen echt beschissenen Geschmack hat, der Nächste, der sich die eventuell bestellt, wird die dann natürlich komplett neu hier haben. Ich hatte die, wie gesagt, einmal an mit dem Gürtel wahrscheinlich, oder? Die Jacke hier ist jetzt auf jeden Fall eingepackt. Diese Auftragsbestätigung, Rechnungskacke muss ich jetzt noch ausfüllen, dass ich das Ganze zurücksenden werde. Die Sache ist allerdings, Freunde, ich hätte wirklich nie gedacht, dass irgendjemand überhaupt vermutet, dass ich die Jacke wirklich behalte und mir in den Kleiderschrank hänge. Leute. Die ist hässlich. Allerdings habe ich mir jetzt gedacht, ja Leute, 5.800 € für eine Jacke, das ist mega krass. Die schicke ich auf jeden Fall zurück. Das ist ein unfassbar großer Haufen Geld. Ich habe mir jetzt allerdings gedacht, dass ich ein Zehntel dieser Jacke, also was bei der Jacke wahrscheinlich so ein Stückchen vom Arm wäre, 580 € möchte ich spenden an die Malteser, denn es gibt wirklich eine Menge Menschen in Deutschland, auch in Köln und auch viele Kinder, die sich überhaupt nicht ab und an vielleicht eine neue Jacke leisten können oder ein T-Shirt oder überhaupt auch genug Geld für Essen etc. haben. 580 € einmalig spenden. Vielen Dank, Spende wurde getätigt. An der Stelle würde ich das heutige Video dann allerdings auch beenden, meine Damen und Herren. Wie gesagt, es ist im letzten Video so ein bisschen eskaliert. Einerseits mit den Likes und andererseits hätte ich auch nicht gedacht, dass das teuerste Produkt wirklich für Herrenbekleidung 5.800 €. Ich meine, welcher Mensch kauft sich denn sowas? Das hat gerade wehgetan. Ist auf jeden Fall mega krass. Ich weiß nicht, feiert ihr das Produkt? Feiert ihr die Jacke? Hättet ihr die behalten? Was ist euer teuerster Sweater, Jacke? Keine Ahnung. Schreibt es gerne mal unten in die Kommentare. Ich habe euch den Link zu den Maltesern unten in die Beschreibung gepackt, falls ihr auch etwas spenden möchtet. Ich meine, auch 1 € hilft auf jeden Fall. Ich werde diese Jacke jetzt zur Post bringen und direkt zurücksenden. Ich hoffe, das geht noch. Ja. Soll ich das Ganze eventuell auch mal mit Louis Vuitton machen oder mit Apple oder keine Ahnung was? Schreibt mir Unternehmen in die Kommentare, wo ich auch mal nach dem teuersten oder vielleicht günstigsten Produkt gucken soll. Lasst ein Like da und jetzt.